Ja, die Basis hat es teilweise noch ein bisschen erwischt. Aber das war jetzt wirklich nicht nennenswert. Wir hätten jetzt aber genügend Minereien, um hier mal noch eine kleine Truppe zu bilden, die dann denen den Rest geben wird. Falsche Richtung, wir müssen dann hoch. Ja, okay, jetzt haben sie gerade ihre eigene Einheit geschrottet. Das sind natürlich auch Genies. So. Oh, schön. Wir haben hier Rächer zum Töten. Es gibt natürlich wieder ein schönes Feuerwerk. Okay, unser Levatian, ja, den hat anscheinend nicht gegrillt. Und? Ich bin der Schwarm. Naja gut, den Panzer können wir auch den noch zerstören lassen, genauso wie Planetare Feste. So, Eve ist heilen. Und mal schauen, ob hier unten die schon fertig sind. Noch jetzt gleich. Shane. Wir bereiten unseren Angriff auf die Liga vor. Sind bald bereit. Okay. Die Straße ist frei. Der Hacker schickt den Rest deiner Brut in die Stadt. Okay, das sind jetzt die Uhrzeit. Ja, ihre Essenz wird ein Festmahl für uns sein. Wir kennen keine Grenzen. So, die gehen jetzt alle hier hin und dann machen wir die zu einem Team und rücken dann vor zum Palast. Weil unser Bonusziel hätten wir ja an sich ja, erreicht. Hier düsen noch ein paar verseuchte Marines lang. Brutlords. Ja, dann wird der Kontrollpunkt natürlich erreicht. Alpha Squadron, zerstört dieses verdammte Schiff! Schwere Kreuzer nähern sich. Könnte deine Hilfe gebrauchen, Sarah. Diesmal. Wo ist denn die Scheißkönigin jetzt? Team 1, verdammt. Ah, gut, perfekt. Jetzt haben wir hier zumindest zu einem Team gesetzt. Jetzt haben wir nur. Ich werde Vergeltung üben. Nur ein Problem. Ah! Dass wir diese schweren Kräuter anscheinend abhalten können. Wobei sie jetzt. Weil nur der schwere Kräuter an sich das größere Problem ist. Und die Panzer noch ziemlich easy sind und mein Levatian nicht abgekühlt ist. Scheißdreck. Was du heute kannst besorgen. Ah, okay, wir haben noch genügend Ablenkung. Du bist mir im Weg. Optimal. Das sollte erstmal soweit reichen. Die 16 Sekunden noch auf Laune zu halten. Und ich hoffe, dass das dann auch der letzte Schwadron ist, der hier irgendwas zu melden hat. Der Schwarm erobert alles. Der Schwarm ist okay, also ein bisschen begegnet. Kriegen sie ab. Na komm. Bam, One-Hit und damit wäre der Alpha-Schwadron Geschichte. Idioten. Perfekt. Ja. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt vor den Tempel und erledigen jetzt die restlichen. Ah, fett. Das sind hier Tore. Das sind, ich weiß nicht, ob man die sogar upgraden könnte. So. Ja, das bringt jetzt Mensk alles nichts mehr. Wir rushen jetzt hier in den Tempel, also in den Vorhof rein. Und dann ist Schluss mit lustig. Dazu gezwungen. Wir passen uns an. Wir kennen keine Grenzen. Der Levatian macht das noch auf dem Vorbeiflug. Macht euren Frieden. Ja, Rainer hat hier der chillt hier auch rum. Schickt ab und zu mal ihr Team wir durch. Alles. Und ja, jetzt sind wir schon im Vorhof des Tempels. Ja, wir haben jetzt noch einiges hier noch stehen gelassen. Levatian. Kurz die Hilfe. Von dir, um dieses nette kleine Schiffchen zu versenken. Oh, schade. Fast One-Hit. Da hat jetzt nicht mehr viel gefehlt. Keine Gnade. Die hat sich Mensk ordentlich verbarrikadiert. Das geht hier echt richtig ab. Besonders der große Odin hier. Schade, dass Tigers tot ist, sonst hätte der sicherlich einen guten Kommandant hier abgegeben.
Weil den dauernd zu knüppeln ist ja hier echt schon eine Herausforderung. Du bist mir im Weg. So. Was ist es diesmal? Ich bin der Schwarm. Ziehen wir hier noch schnell ein. Den Panzer können wir noch zerlegen. Die Liga der Menschen ist stärker als du. Wir werden Zeuge sein, wie der Wind deine Asche davonträgt. Na gut, wenn du das meinst. Der Levertian, der hält hier noch mit den Rücken frei. Und jetzt ist das Tor durch. Und damit wäre das Spiel, zumindest was das Thema Mission angeht, erst einmal zu Ende, Freunde. Zagara, übernimm das Kommando. Ich habe eine Verabredung mit dem Imperator. Lang lebe die Königin! Okay, als erstes jetzt noch für die letzte Mission die Erfolgstafel. Die Zeit finde ich ganz okay eigentlich. In unter 25 Minuten, das ist sogar zu schaffen, denke ich. Aber ich will euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Weiter geht's mit der letzten, allerletzten Videosequenz. Hallo, Kerrigan. Ich habe dich erwartet. Wundert mich, dass du nicht versucht hast zu fliehen. Zu fliehen? Meine Liebe, ich fürchte, du hast das Spiel verloren. Wirklich? Glaubst du, ich ließe ein Tier wie dich in meine Nähe, ohne mich dagegen abzusichern? Du bist ohne Zweifel mein größter Fehlschlag. Doch nun ist es soweit. Du wirst sterben. Schlechter Plan. Du kannst niemals genug leiden für all das, was du zerstört hast, Arcturus. Du bist nur noch ein Monster, Kerrigan. Du hast uns alle zu Monstern gemacht. Danke, Jim.
für alles. War mir ein Vergnügen, Liebling. Wie immer. Ich werde mich ihm stellen, nachdem ich mich von allem losgesagt habe. Meiner Menschlichkeit, meiner Identität, dem Mann, den ich liebe. Doch ich stehe diesem Feind nicht allein gegenüber. Ich bin der Schwarm. Und ja, Freunde. Das war's mit StarCraft Heart of the Swarm. Der zweite Teil der Trilogie von Blizzard. Und ja, wir können die Credits auch etwas langsamer laufen lassen, dass ihr nicht, die hier zugucken, noch denken, dass wir hier im Zeitstress sind. Ja, im Hintergrund läuft noch, ja, noch verschiedene, ich sag jetzt mal, Bilder oder Karikaturen mehr oder weniger, Zeichnungen von, ja, von den verschiedenen Missionen. Und ich würde sagen, es liegt ein kleiner Vergleich an, was das Thema Heart of a Swarm und Wings of Liberty angeht. Ihr habt jetzt, oder die, die zugeguckt haben, beide Teile gesehen. Und naja, vieles ist gleich geblieben. Aber auch ein Großteil hat sich geändert, was das Thema Aufmachung angeht. Und in erster Linie möchte ich ein großes Lob an Blizzard aussprechen, dass die Grafik wirklich hammergeil ist. Besonders auch das, was die Videosequenzen angeht. Da haben sie sich wirklich ordentlich ins Zeug gelegt. Also das Ganze ist wirklich filmreif. Kann man sich nicht beschweren. Ja. Was... ja, das fällt mir noch so ganz ein, was ein bisschen schade, was sie noch ein bisschen anders hätten machen können, ist, dass, naja, den Leviathan hätten sie ein bisschen anders gestalten können. Ist klar, dass man jetzt Mensch und Zerg nicht so ganz vergleichen kann, aber beispielsweise sowas wie die Schiffsmesse oder so hat leider gefehlt. Aber das ließ sich wahrscheinlich auch nicht anders machen. Ja. Was liegt noch an... Spawn haben sie versucht, so einigermaßen in Armatur reinzukriegen. Das hat auch nicht wirklich so funktioniert, was den Thema Humor angeht. Ja, was, bisschen besser machen hätten können, wäre, dass man nicht nur in einer Mission die Terraner gespielt hätte. Wenn ihr an Wings of Liberty denkt, da haben wir ja 4 Protoss-Missionen insgesamt gespielt. Eine, wo wir quasi nur den Helden hatten, also Zeratul. Und ja, die anderen, wo wir dann letztendlich auch die Basen aufbauen mussten. Ja, das ist ein bisschen schade. Ansonsten ein richtig hammergeiles Spiel mit auch einem, finde ich, ziemlich gut gelungenem Ende. Lässt natürlich darauf schließen oder darauf hoffen, dass auf alle Fälle der dritte Teil kommt und der ziemlich spannend wird, da das ja dann letztendlich die Proto-Story ist. Und da bin ich gespannt, was wir dann wahrscheinlich unter Zeratul erleben werden. Ja, was noch so? Fällt mir eigentlich aktuell nicht wirklich viel ein, außer eine Ankündigung zu machen, was auf alle Fälle, oder was ich jetzt noch ganz Cooles entdeckt habe. Es gab nämlich Leute, die haben ja die komplette StarCraft 1 und StarCraft Brood War Story nachrekonstruiert für StarCraft 2 Design, das heißt kein Pixel-Spiel mehr, sondern ein richtig cooles Spiel, genauso wie die Angriffsstats von den meisten Einheiten auch gleich geblieben sind.
sowie die Unterschiedlichkeit der Rassen, das heißt, dass jetzt meinetwegen Terraner und Zerg nicht wirklich ausgeglichen sind, sondern dass die Zerg halt noch wirklich dominieren. Ja, da gab es einen Mod dafür und halt die ganzen Maps. Ich bin die gerade am durchprobieren und ich würde sagen, dass die, auch wenn sie komplett in Englisch sind, ja, auf alle Fälle Let's Play reif sind, da die da davon, ich weiß nicht, ob das direkt von Blizzard gekommen ist, ich glaube nicht. Ja, die auf alle Fälle Let's Play reif sind und ja, die sind echt hammer nachgestellt. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite für StarCraft erst einmal. Wie gesagt, bis wir dann ja den ersten Teil in StarCraft 2 Grafik erleben, beziehungsweise Void, Legacy of the Void, der dritte Teil dann kommt, das wird sich ja Blizzard sicherlich Zeit lassen. Ich denke mal so, naja, jetzt für Heart of the Swarm haben sie 2,5 Jahre gebraucht, also denke ich mal, dass das nicht sich verändern wird, großartig. Ja, wie gesagt, aktuelle Let's Plays werden dann noch Dead Space 3, auf alle Fälle sehenswert. Und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich von euch mit einem hervorragenden Spiel von Blizzard, nämlich StarCraft, Wings of Liberty und Heart of the Swarm. Und ja, wie immer, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.